Jetzt ist aber Ruhe. Es geht gleich los. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten 27.1.0. Deutschlands Ausverkauf geht weiter. Nachdem die Chinesen Anteile des Hafenterminals in Hamburg kauften, geht es nun um den Verkauf des Dortmunder Unternehmens Ilmos. Eines der wenigen Unternehmen in Deutschland, die Chips herstellen. Also in dem Fall keine Kartoffelchips, sondern Computerchips. Der schwedische Käufer ist eine hundertprozentige Tochter des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics. Ach, ihr liebe Leid, da geht sie hin, unser Wirtschaft. Und das, obwohl unsere Bundesregierung wohl die Möglichkeit hätte, den Deal zu verhindern. Denn selbst unser sogenannter Bundesverfassungsschutz warnt vor dem Verkauf. Das scheint aber unserer Regierung nicht besonders zu jucken. Denn das Handelsblatt berichtet, dass die Bundesregierung die Übernahme der Chipfertigung des Dortmunder Unternehmens durch den Konkurrenten voraussichtlich zulassen will. BASF Deutschland rutscht in die rote Zahl. Der Chemiekonzern Badische Anilin und Sodafabrik ist im dritten Quartal in Deutschland in die roten Zahlen gerutscht. Nach Konzernangaben haben die deutschen Standorte Millionenverluste gemacht. Der Betriebsgewinn habe sich im negativen dreistelligen Millionenbetrag bewegt. Zitat: Da hauen die hohen Energiepreise voll rein. So BASF-Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel. Das Ergebnis nach Steuern ging um rund 31% zurück, so teilte es die BASF am Mittwoch mit. Die deutschen Standorte leiden unter den extrem hohen Preisen für Energie, vor allem für Erdgas, das die BASF nicht nur als Energieträger, sondern auch als Rohstoff für die Produktion von Chemikalien braucht. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres musste die BASF nach eigenen Angaben an den europäischen Standorten rund 2,2 Milliarden Euro mehr für das Erdgas ausgeben als im Vergleichszeitraum 2021. Jetzt soll gespart werden. Die europäischen und vor allem die deutschen Standorte sollen ihre Kosten um jährlich 500 Millionen Euro senken. Vorstandschef Martin Brudermüller verwies auf die hohen Kosten in Deutschland. Wir können den Kopf nicht in den Sand stecken, es müsse jetzt entschlossen gehandelt werden, allein auf Ludwigshafen soll die Hälfte der Einsparungen entfallen. So kündigt die BASF einen Stellenabbau im Hauptwerk an. Ach, ihr liebe Leid, das ist ja direkt bei mir um die Ecke. Ihr müsst wissen, die BASF oder wie wir hier sagen, die Anilin, ist der größte Arbeitgeber hier in der Region. Über 39.000 Menschen arbeiten allein im Stammwerk in Ludwigshafen. Und dann kommen ja auch noch die Menschen dazu, die in Firma arbeiten, die für die BASF arbeiten. Karl May Truppe, das wird heftig. Meine halbe Nachbarschaft und viele Leute, die ich kenne, arbeiten bei der BASF. Ganze Familie, Vater, Mutter, Kind sind in der sogenannten Gifthütte beschäftigt. Das erinnert mich im Übrigen an ein Gespräch, was ich vor kurzem mit einem Kunden hatte, der in der Abteilung Farben in der BASF arbeitet. Ach, wie war dir so sicher, dass sein Arbeitsplatz nicht gefährdet sei? Ist es doch die gut BASF. Ach ja, die gute Regierung wird doch nie zulassen, dass es so weit kommt. Naja, da habe ich ja jetzt auch mal wieder Recht behalte, aber was nützt es mir? Dafür kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. ARD und ZDF suchen bei Meldeämtern nach fehlenden Beitragszahlen. Jeder Haushalt in Deutschland muss den Rundfunkbeitrag zahlen, ob er will oder nicht. Um sicherzugehen, dass auch alle Haushalte erreicht werden, holen sich die Sender aktuelle Daten von den Einwohnermeldeämtern. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten starten mit einem Meldeabgleich die Suche nach Haushalten, die keinen Rundfunkbeitrag zahlen. Am 6. November beginnt der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio, ausgewählte Daten der Einwohnermeldeämter zu allen volljährigen Bürgern mit seinen Bestanddaten abzugleichen. Alle Personen, die bis dato nicht beim Beitragsservice gemeldet sind, würden dann in selbigen aufgenommen. Die ersten Schreiben würden diesmal ab Januar 2023 auf den Weg gebracht, hieß es. Angeschriebene sollen dann zeitnah reagieren und die nötigen Angaben zu ihrer Wohnung online dem Beitragsservice übermitteln. Ohne Rückmeldung werde davon ausgegangen, dass der Rundfunkbeitrag gezahlt werden müsse. Ach, was haben die für ein Glück, dass wir bezahlen müsse.
Nicht auszudenken, wenn das freiwillig wäre. Wer wäre denn bitteschön so blöd und würde freiwillig für diese Propaganda dieses Staatsfunks bezahlen? Der sogenannte öffentlich-rechtliche Rundfunk überzieht unser Land mit linksgrüner Propaganda. Hochbezahlte Mitarbeiter waschen die Gehirne unserer Bürger. Allein der teure Tom, WDR-Intendant Tom Buro, kostet die Beitragszahler über 700.000 Euro im Jahr. Bei diesen Kosten ist es logisch, dass der Beitragsservice nach jedem, der noch nicht bezahlt, sucht. Denn wer geglaubt hat, dass die Skandale in der letzten Zeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dafür sorge, dass da Reformen komme, den kann ich nur mild belächeln. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja. Jetzt stehe ich hier dumm rum, muss wieder auf den blöden Bus warten. Die Ullaffe Schaukel. Keine Ahnung, ob um die Uhrzeit überhaupt noch einer fährt. Ah, irgendwie wird's einem ganz unheimlich so, wenn man allein hier so in der Nacht rumsteht. Keine Menschenseele ist zu sehen. Wahrscheinlich hocken die alle zu Hause und gucken gerade mal neu Video. Naja, das ist ja schön, wenn sie das machen. Ach ja, da fällt mir ein, dass ich unbedingt in meinem nächsten Video auf meinen Shop aufmerksam machen muss. Gibt's doch da so viel schöne Sachen zu kaufen. Nicht nur mal Musik als CD oder Download, sondern auch die schöne Hallmark-Klamotte. In viele Versionen, Farbe und Größe. Da passt selbst der dickste Gorilla rein. Ajo, und die schöne Poster. Damit kann sich jeder sein Wohnzimmer verschönern. Eine weitere Möglichkeit, den Hallmark zu unterstützen. Kostet doch die ganze Videomacherei auch viel Geld. Mir wird schon ganz schwindlig, wenn ich allein an die Stromrechnung denke. Ach ja, habe ich überhaupt genug Geld für den Bus dabei? Naja, egal. Um die Uhrzeit interessiert es wahrscheinlich sowieso niemanden mehr. Am besten sage ich, ich komme aus der Ukraine. Dann darf ich bestimmt umsonst fahren.